Okay, wir gucken uns nochmal meine WM 2022 Prognose an. Ihr wollt das nochmal sehen? Dann gehen wir rein. Ihr seht im Hintergrund, wir haben als erstes die Gruppensieger getippt. Ey, ich glaube, da lag ich zumindest noch mit ein paar Sachen richtig, aber auch dort war schon viel falsch. Also diese WM, da haben so viele Underdogs performt, da war so viel Unvorhersehbares. Ja, das, also meine Tipps waren, glaube ich, trotzdem in vielen Bereichen peinlich. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Gruppe gab, wo ich alles richtig hatte. Es ging ja schon mit Gruppe A los, also hier war es schon falsch. Gruppensieger Niederlande hatte ich richtig. Zweiter Platz dachte ich halt, Ecuador holt das Ganze, weil bei Senegal ist Sadio Mané ausgefallen. Mit Sadio Mané habe ich ja gesagt, würde ich sagen, Senegal wird Zweiter, so bin ich davon ausgegangen, dass Ecuador Zweiter wurde. Es war ja auch knapp, es wurde erst im letzten Game entschieden so. Aber, ja, allein hier schon Gruppe A lag ich nicht mit beiden Sachen richtig. Erster Fehler. Gruppe B habe ich mich für England und Wales entschieden, ja. Der Tipp war auf jeden Fall auch nicht so richtig. Also ja, England war Gruppensieger, aber Platz 2 war USA, Platz 3 war Iran und Wales war einfach Vierter. Die waren einfach Letzter in der Gruppe. Shit, also auch wieder komplett ins Klo gegriffen. USA meinte ich auch. In 4 Jahren ist ja die Weltmeisterschaft in Amerika. Da werden die bestimmt gut performen, aber ich dachte, die wären jetzt alle noch zu jung. Aber die haben schon gezeigt, dass sie auf jeden Fall was drauf haben. Ja, auch der Tipp bei der Gruppe ging nach hinten los. Dann haben wir die Gruppe um Argentinien und Polen. Und hier sind wir zum allerersten Mal mit 2 Richtigen dabei. Argentinien Gruppensieger, Polen Zweiter. Das waren auch meine Tipps. Das war sehr, sehr, sehr knapp am Ende. Polen ist ja nur vor Mexiko gelandet, weil sie eine Tordifferenz von ja, einem Treffer besser als Mexiko hatten. Ganz, ganz knappe Geschichte. Die standen ja noch auf dem Feld, haben auf dem Handy Livestream geschaut von Mexiko gegen Saudi-Arabien, wie das ausgeht und. Und ja, am Ende des Tages ist es aber so gekommen, wie ich das vorher gesagt habe. Wenigstens die Gruppe war richtig. So, und bei der nächsten haben wir Frankreich und Dänemark. Also ja, auch hier wieder Frankreich. Gruppensieger habe ich meistens richtig gehabt. Aber es waren halt immer die offensichtlichen. Und dann der zweite Platz tippe ich Dänemark. Und die haben nur einen einzigen Punkt geholt. Also Frankreich war Erster, Australien Zweiter, Tunesien Dritter und Dänemark Vierter. Dänemark war Letzter in der Gruppe. Die haben eigentlich einen vielversprechenden Kader gehabt. Die haben in der Nations League Frankreich 2-mal besiegt gehabt und. Ich weiß nicht, was schief gelaufen ist bei denen bei der Weltmeisterschaft. Die haben einfach nicht performt und damit ja auch hier die dritte von 4 Gruppen, wo ich nicht mal die beiden Teams richtig gehabt habe, die weitergekommen sind. Und über die Spanien-Deutschland-Gruppe brauchen wir gar nicht reden. Habe ich da Deutschland auf dem ersten Platz getippt? Nee, Deutschland auf dem zweiten. Deutschland auf dem zweiten. Ja, hier ist ja nicht mal der Gruppensieger richtig. Als ob irgendjemand getippt hat, dass Japan Erster wird. Ich bitte euch. Japan Erster geworden in der Gruppe, Spanien Zweiter, Deutschland Dritter, Costa Rica Vierter. Ganz, ganz, ganz verrückte Gruppe war das. Ja, Deutschland wieder in der Gruppenphase raus. Was soll ich euch erzählen, ey? Was soll ich euch erzählen. Dann kommen wir zu Gruppe F. Was hatte ich hier getippt? Meine Tipps waren, wofür habe ich mich am Ende festgelegt? Ich habe auf Belgien und Marokko getippt. Oh, dass Marokko weiterkommt hier in der Gruppe, das haben wirklich nur ganz, ganz, ganz wenige getippt. Da habe ich einen guten Tipp abgegeben. Da hatte ich sogar noch gesagt, ja, Marokko hat einen geilen Kader. Wenn eine afrikanische Mannschaft weit kommt, dann ist es Marokko. Das waren wirklich meine Worte, die ich so gesagt habe. Am Ende kam es einfach so. Crazy, crazy Tipp. Belgien, ey, ich bitte euch. Also da haben auch, glaube ich, die meisten mitgerechnet, dass Belgien weiterkommt. Die haben einfach absolut enttäuscht. Die hätten ja auch easy weiterkommen können, wenn die nicht so blind gewesen wären. Vor allem Lukaku, der 10-100-prozentige vergeben hat und so spielerisch Belgien. Super, aber so langsam ist auch vorbei mit denen. Jetzt ist die goldene Generation weg. Seit 10 Jahren sagt man, diesen Underdogs können was holen. Die haben nie was geholt, waren so lange auf Platz 1 der FIFA-Weltrangliste. Auch nie was geholt. Bitter. Und ja, Marokko am Ende Erster gewesen, Kroatien 2. Ich habe hier richtig überlegt, Kroatien oder Marokko, wer kommt weiter? Am Ende waren es beide, aber ich finde mit Marokko, auch mit dem Satz, den ich da gesagt habe, wenn eine afrikanische Mannschaft weit kommt, dann ist es Marokko. Das ist, glaube ich, auch die einzige afrikanische Mannschaft, die ich aus der Gruppenphase weitergetippt hatte. Ja, dementsprechend war das ein ganz guter Call, aber trotzdem. Gruppe G, Brasilien und Serbien. Ja, auch, also es ist so krass, was das für eine Quote von mir ist, dass Serbien schon wieder Letzter in der Gruppe war. Also es ist auch so bodenlos. Ich sag noch zu Serbien, die können weit kommen, vielleicht Viertelfinale oder so, die haben richtig geilen Kader, bestes serbisches Team aller Zeiten, bla bla bla. Ja, hat man gedacht vorher, hat man gedacht, ernst, die haben voll den geilen Kader gehabt.
so viele wilde Spieler und irgendwie hat es gar nicht gefunkt, gar nicht gefunkt. Brasilien Erster, ja. Meistens waren wirklich die absoluten Favoriten bei vielen Gruppen Erster, so. Das ist dann auch keine Kunst, das richtig zu haben. Ja, und zweiter Platz in der Gruppe war dann die Schweiz, dritter war Kamerun und vierter war Serbien, da ging nichts. Oh Mann. Ja, auch das ging nach hinten los und dann haben wir die letzte Gruppe. Hier habe ich als Gruppensieger Uruguay. Das dachte man halt auch vorher. Die hatten so einen geilen Mix aus alten und erfahrenen Spielern und jungen, starken Spielern, die sich beweisen können. Und ja, es war falsch. Es war falsch. Aber auch knapp. Hey, also ja, Portugal hat die Gruppe gewonnen. Damit lag ich richtig. Und Uruguay und Südkorea. Gleich viele Punkte, gleich viele Siege, gleiche Tordifferenz, aber ich glaube, Südkorea hatte mehr Tore erzielt und deswegen sind die weitergekommen. Ja, Uruguay rausgeflogen. Quatschig. Sehr, sehr quatschig. Auch auf die letzten Minuten, ne? Ganz am Ende, erst am letzten Spieltag, hatte sich das abgezeichnet, dass Uruguay rausgeflogen ist. Auch bitter, ihr habt die jetzt Gruppensieger getippt, genau wie Belgien. Das sind zwei Gruppensieger von mir, die ich getippt habe, die nicht mal aus der Gruppe weitergekommen sind. Und gab es überhaupt jetzt eine Gruppe, bei der ich beide richtig hatte, die weiterkommen? Nur Gruppe C. Von 8 Gruppen habe ich bei einer richtig getippt. Und die Chance ist fast 50-50, dass man richtig liegt. Also, ja, also bei so einer WM ist immer alles möglich. Es kam viel Unvorhersehbares. Ich habe auch gesagt, Kroatien ist gut, aber Marokko und Belgien vielleicht noch mal stärker. Deswegen, ich habe ja nicht gesagt, dass die Vereine, die jetzt hier am Ende weitergekommen sind, dass die schlecht sind. Sondern ich dachte einfach nur, dass die besser performen, die es am Ende hier nicht geschafft haben. So. Aber damit lag ich größtenteils falsch. Korrekt. Dann hatten wir das Achtelfinale. Hier habe ich absolutes Favoritentippen gemacht. Hier können wir einmal auch ganz kurz schauen, wie viel ich davon richtig hatte. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger zu vergleichen, obvious. Weil ja, wenn nicht alle Teams weitergekommen sind, wie ich es getippt habe, dann sind die Matchups auch völlig anders. Also ich glaube, es gibt nur eine einzige Achtelfinalpartie hier, die ja dann letztendlich wirklich so war, wie ich es getippt habe, ne? Weil ich dachte, Marokko wird Zweiter in der Gruppe und Spanien Erster. Am Ende war Spanien Zweiter, Marokko Erster. Aber dieses Matchup, was ich getippt habe, gab es halt wirklich. Guck mal, hier Belgien gegen Deutschland, von denen war einfach gar keiner weitergekommen. Uruguay, Serbien auch gar keiner weitergekommen. Bro, ach du Scheiße. Auf jeden Fall Spanien gegen Marokko, habe ich auch gesagt, das kann ein interessantes Game werden. Aber die Erfahrung von Spanien, dadurch glaube ich, dass Spanien weiterkommt. Also am Ende, ja, hat Marokko im Elferschießen gewonnen. Das hätte auch Spanien im Elferschießen sein können. Und dass Marokko die beste afrikanische Mannschaft ist, war ehrlich mein einziger guter Call. So. Aber, ja, damit lag ich auch falsch. Ich habe getippt, dass Niederlande weiterkommt. Die sind weitergekommen, halt gegen USA. Argentinien weiterkommt. Die sind weitergekommen gegen Australien. England weiterkommt. Die sind weitergekommen gegen Senegal. Frankreich weiterkommt. Die sind weitergekommen gegen Polen tatsächlich. Das Matchup hatte ich auch richtig. Auch den richtigen Sieger. Spanien gegen Marokko. Da war es dann Marokko. Brasilien gegen Portugal. Das war halt ein anderes Matchup. Ne? Brasilien, dass sie weiterkommen, hatte ich richtig. Und hier, ja, von denen war ja gar keiner im Achtelfinale. Also dementsprechend, hatte ich die auf jeden Fall falsch. War okay. Also größtenteils haben sich auch die Favoriten im Achtelfinale durchgesetzt. Yes. Dann kommen wir zum Viertelfinale. 4 Partien haben wir hier. Ich habe gesagt, Frankreich kommt weiter. Richtig. Ich habe gesagt, Argentinien kommt weiter. Auch gegen Niederlande. Richtig. Es sind sogar England gegen Frankreich und Argentinien gegen Niederlande. Hey, das war gar nicht so schlecht. Aber gut, das halt, hätte man sich vorher auch denken können, ne? Dass die so weit kommen. Da lag ich richtig und auch jeweils lag ich mit dem Sieger richtig. Dann haben wir hier Spanien gegen Brasilien, was ich getippt habe. Das war halt stattdessen Brasilien gegen Kroatien. Und Brasilien ist rausgeflogen. Da hat auch keiner gerechnet. Der Brasilien war einer der Top-Favoriten mit Argentinien vor der WM. Dass die im Viertelfinale schon die Koffer packen, das war, glaube ich, die größte Überraschung, die größte Enttäuschung, weil Kroatien halt einfach gut performt hat. Und das hier, ja, das Viertelfinale hat halt mit meinem Tipp nichts zu tun gehabt. Portugal gegen Marokko war das und Marokko ist da weitergekommen. Ja gut. Und dann haben wir die Halbfinalpartien. Oh, was habe ich hier schon wieder gemacht? Was habe ich getan? Ich lag richtig damit, dass Argentinien und Frankreich im Halbfinale sind. Und ich habe gesagt, die fliegen beide im Halbfinale raus, oder was? Habe ich das wirklich so abgegeben? Let me check, ich habe es so abgegeben. Mein Finale war Brasilien gegen Deutschland. Die beiden größten Enttäuschungen der WM wahrscheinlich. Deutschland, weil sie so früh rausgeflogen sind. Man hat vorher schon gesagt, Deutschland ist nicht so gut drauf und. Ja, aber dass Deutschland in der Gruppenphase schon rausfliegt, eine dicke Enttäuschung. Und bei Brasilien meinte man halt vorher, ja, Brasilien wird vielleicht das Ding nach Hause holen, Weltklasse-Kader, die können den Titel holen. Dass die halt auch schon Viertelfinale fliegen,
war auch überraschend. Also die beiden größten Flops vielleicht der WM, so habe ich im Finale getippt. Und die beiden letztendlich wirklich im Finale waren, bei denen habe ich gesagt, die machen das Spiel um Platz 3. Habe ich hier einen Sieger vom Spiel um Platz 3 getippt? Ich glaube nicht, ne, das stand, das, ja, stimmt, diese Option gab es gar nicht. Boah, ich glaube, vielleicht hätte ich sogar dann auch gesagt, dass Frankreich Argentinien besiegt. Das Ding ist, womit man halt vorher nicht gerechnet hat. Oder ich muss das ehrlich auf meine Kappe nehmen. Warum ist meine Kamera schon wieder aus? Ich habe momentan echt Probleme mit meiner Kamera, ne? Ich weiß nicht, warum die so viel Auge macht. Irgendwie ist mein Akku kaputt und der lässt sich auch nicht austauschen. Also den kann ich nicht rausnehmen aus der Kamera. Richtig krampf. Ich glaube, ich hole mir eine neue Kamera die nächsten Tage. Auf jeden Fall, ich glaube, was halt den Unterschied gemacht hat und was ich unterschätzt habe. Also wir können erstmal zum Finale gehen. Ah, doch, Spielplatz 3. Ich habe Argentinien getippt. Okay. Wegen Messi, ne? Und, ja. Auf jeden Fall beim Finale habe ich dann gesagt, dass Deutschland Weltmeister wird. Oder... Ja, das Ding ist halt, ich sag so, Deutschland hat nicht so schlecht gespielt. Von den X-Gulls waren die das beste Team in der Gruppenphase, aber haben die Bälle einfach nicht reinbekommen. Und das lag, glaube ich, wirklich viel daran, dass die, ja, der Support im Land auch gefehlt hat, was halt... Deutschland war das Land, das die Weltmeisterschaft in Katar am kritischsten gesehen hat. In Deutschland gab es so viele Diskussionen drumherum, es wurde sich gar nicht auf Fußball konzentriert. Die Einschaltquoten waren so schlecht wie jemals. Kaum jemand ist nach Katar geflogen, um Deutschland zu supporten. Und ich glaube einfach, dass es diesen Rückhalt nicht gab. Sowas gab es halt in den Jahren, wo Deutschland absolut performt hat, wie 2014. Da war eine Euphorie im Land, das Land war gehypt, man wollte Deutschland ja, zum Weltmeister machen. Und genau diesen Support hatte Argentinien. Und das habe ich vorher nicht mit einberechnet. Wenn die WM vielleicht in einem anderen Land stattgefunden hätte und jedes Land hätte gleich viel Support von seinen Anhängern bekommen, hätte Deutschland vielleicht echt rasiert, ohne diese Diskussion drumherum, Binde hier, das da, wäre es vielleicht alles anders gelaufen. So diese Geste hier, ja, dann wäre es vielleicht was geworden. Aber ja, ich glaube wirklich, die Spieler konnten sich nicht auf Fußball konzentrieren, dementsprechend war man halt schnell raus. Und bei Argentinien war halt das komplette Gegenteil, ne? Man hat es gesehen, bei jedem Match, an dem Argentinien mitgemacht hat, im Stadion war, das Stadion war immer ausverkauft bei denen, 80% Argentinier auf der Bühne. Das ganze Land hat mitgefiebert. Ich glaube, kein Land hatte so viel Rücken und Support wie Argentinien. Und letztendlich wurden die dadurch getragen, glaube ich, auch zum Teil zum Titel. Ja, das habe ich nicht mit einberechnet bei meiner Prognose. Deswegen war sehr viel falsch. Also letztendlich war meine Prognose echt ziemlich peinlich. Aber gut, ich muss sagen, ich habe mir auch gerade, bevor ich das Video gemacht habe, auch die Prognosen von vielen anderen angeguckt. Und die waren auch echt schlimm. Auch einige FIFA-YouTuber haben nach dem ersten Match von Argentinien, wo die gegen Saudi-Arabien verloren haben, schon getweetet. Ich wusste sowieso nicht, warum Argentinien als Favorit gepostet wurde. Die fliegen safe in der Gruppenphase raus und sowas. Also ich glaube, viele haben sich bei dieser WM ein bisschen zum Obst gemacht. Ich stehe wenigstens dazu und mache hier nochmal so ein Video, wo wir das nochmal so zusammenfassen. Bin gespannt, wie das nächste Turnier läuft. War ein sehr cooles Finale, Argentinien-Frankreich, war sehr unterhaltsam. Muss man auf jeden Fall sagen. All in all, fußballerisch, spielerisch, ja, war es eine coole WM. Ja, vom Austragungsort kann man auf jeden Fall drüber streiten, aber ja, mal gucken, wie die nächsten Weltmeisterschaften laufen, ob ich da dann besser tippe, weil schlechter geht ja kaum. Crazy. Warte mal, wenn ich gucke, so auf welchem Platz die Teams gelandet sind, vom Platz 1 bis Platz, keine Ahnung, vom Platz 1 bis Platz 8 habe ich vielleicht ein, zwei richtige gehabt auch nur. Bro.